Hallo und willkommen zu Draufsicht. Umweltschutz und ökologische Nachhaltigkeit, das wird besonders gerne im Wahlkampf beschworen. In der praktischen Umsetzung bleibt dann ob der sogenannten politischen Realität relativ wenig offen. Nachhaltigkeit ist ein gern gebrauchtes Schlagwort. Papierproduktion, Politik oder Landwirtschaft, alle sind sie nachhaltig. An einen nachhaltigen Verbrauch allerdings denken die wenigsten, obwohl sie täglich damit in Berührung kommen. Arm aber sexy, so wirbt Berlin für sich. Jedes dritte Kind wächst in Berlin in Armut auf. Doch ist das wirklich sexy? Für viele Familien reicht die soziale Unterstützung kaum bis zum Monatsende. Kein Wunder, dass ökologische Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht ausreichend verfolgt werden können. Jeder Deutsche erzeugt pro Jahr um die 560 Kilogramm Müll. Berlin produziert jährlich über 1 Million Tonnen Abfall. Der Müll wird auf Deponien gelagert, in Anlagen verbrannt, recycelt oder exportiert. Vor allem Elektronik, Kunststoffe, Autowracks und Metall werden in Entwicklungsländern entsorgt, illegal oder als Hilfslieferungen. Allein in Lagos, Nigeria, landen pro Monat um die 400.000 gebrauchte Computer. Es fehlt allerdings eine richtige Recyclingpolitik. Ohne Sicherheitsvorkehrungen setzen sich die Ärmsten der Armen bei der Verarbeitung giftigen Quecksilber, Cadmium und Blei aus. Auch eine sachgemäße Abfallentsorgung ist teuer und gibt es in Entwicklungsländern selten. Umwelt- und Gesundheitsschäden sind die Folge. Müllvermeidung ist ein wichtiger Schritt zu Umweltschutz und ökologischer Nachhaltigkeit. Mit welcher Intensität also eine ökologisch nachhaltige Umweltpolitik betrieben werden kann, steht in direkter Abhängigkeit zur sozialen Ausgewogenheit einer Gesellschaft und ihrem industriellen Entwicklungsgrad. Das scheinen schlechte Karten für die meisten Länder unserer heutigen Welt zu sein. Ein Kontrapunkt setzt die Uferfabrik in Berlin. Vor mehr als 30 Jahren gegründet, leben und arbeiten bis zu 200 Personen auf einem eigenen Gelände mitten in Berlin. Mit Bauernhof, Kulturzentrum und Schule. Sie wünschen sich eine alternative Lebensform, die ökologisch und nachhaltig ist. Einer von ihnen, Werner Viatalla, arbeitet gerade an einem Strohballenhausprojekt. Denn die Kombination aus Stroh und Lehm soll die Heizkosten senken. Ein Besuch in der Ufer. Werner Viatalla kam vor 20 Jahren wegen der Musik in die Uferfabrik. Seitdem lebt er hier und hat zahlreiche Ökologieprojekte verwirklicht. Eigentlich hatte ich eine Vision, ein lebenswürdigeres Umfeld für mich zu schaffen und ein Stück weit dazu beizutragen, dass das Leben mehr mit der Natur zu tun hat, mehr mit Menschlichkeit zu tun hat, anstatt mit Technik und Technokratie. Wir haben damals, oder die Uferfabrik hat damals ja hier quasi eine Ruine übernommen. 14 Jahre war dieses Gelände hier unbelebt, unbewohnt und ist zerfallen. Und wir haben daraus ein internationales Zentrum gemacht und sehr viele Pilotprojekte umgesetzt im Bereich Kultur, Soziales, Ökonomisches natürlich auch. Die alten Gebäude wurden restauriert und auf einen energetischen Stand gebracht. So wurde nach und nach eine eigene Infrastruktur geschaffen, die verschiedene umweltrelevante Maßnahmen kombiniert. Will man es noch besser machen, muss man neu bauen. Guten Tag, wir stehen hier in unserem kleinen Pilotprojekt, einem Strohballenhaus. Das ist also ein Haus, was nur mit Holz und Strohballen und Lehm aufgebaut worden ist. Wir sehen hier so ein liegendes Modul, das ist ein Holzrahmen. Da wird werden die Strohballen reingepresst und dann mit Lehm verputzt. Werden diese Module aufrecht hingestellt, miteinander verbunden, so wie man das hier an der Wand sieht. Die Holzseiten werden dann nochmal, falls das Holz uneben ist, mit einer Flachsmatte miteinander verbunden. Und oben kommt ein Ringanker drauf und auf diesen Ringanker kann man dann das Dach aufbauen. Das Haus wird natürlich noch ganz schön verputzt, da kommen noch 5 cm Lehm hier auf die Wände, innen und außen, damit es auch richtig schick aussieht. Und wenn man das in die heutige Zeit transportiert, kann man Strohballenhäuser bauen, die nur 10% der Heizkosten benötigen, die hier so ringsrum die Häuser für die Beheizung im Winter benötigen.
Und wenn man sich den Primärenergieeinsatz anschaut, also was muss man an Energie aufbringen, um Baumaterial herzustellen, da liegen wir bei 3%, bei gleicher Leistung. Das Bauen mit Stroh bringt nicht nur technische Vorteile. Es ist eine ökologische und bezahlbare Methode. Die Bauweise ist einfach und partizipativ und so auch mit Laien realisierbar. Ich denke, wenn man mal drüber nachdenkt, was Nachhaltigkeit bedeutet, ich würde da gerne so eine Definition loswerden, die für mich sehr wichtig ist, nämlich die Kalibrierung von 4 Säulen, die die Nachhaltigkeit tragen. Wenn man sich so 4 Säulen vorstellt, die Kultur, die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale, und da liegt die Nachhaltigkeit drauf, wie so ein Dach. Dann ist das sehr stabil, wenn die 4 Säulen kalibriert sind und ausgewogen sind. Und wenn eine Säule wegfällt, dann kippt die Nachhaltigkeit um. Und deshalb sollte man schauen, dass diese 4 Bereiche gleichberechtigt nebeneinander dastehen. Die Uferfabrik ist eine gewachsene Struktur, wo Menschen sich verwirklicht haben oder auf der Suche nach Verwirklichung sind. Und so ist die Uferfabrik eigentlich als ein lebendes Beispiel für Nachhaltigkeit, also für das Gleichgewicht von Kultur, Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen. Und das haben wir uns nicht vorgenommen am Anfang, sondern das ist entstanden. Das ist entstanden über ein bewusstes Leben. Das wirkt schon recht befremdlich in unserer Welt der durchorganisierten Hektik. Für die meisten Bewohner moderner Industriestaaten erscheint dabei das Natürlichste wie aus einer Welt von übermorgen. Es ist egal, ob es sich dabei um das soziale Miteinander, um die allgemeine Lebenseinstellung oder Alltäglichkeiten wie Ernährung und Kleidung handelt. Jeder Deutsche kauft im Durchschnitt 25 Kilogramm Textilien pro Jahr. Dafür trennen sich die meisten von alter Kleidung. Ein Problem, was viele kennen. Irgendwann quillt der Kleiderschrank über, man sortiert aus und am Ende steht ein Berg ausrangierter Kleidung. So kommen in Deutschland jährlich rund 800.000 Tonnen Altkleider zusammen. Doch wohin damit? In die Mülltonne, in den Altkleidercontainer oder in den Secondhand nebenan? Ein Beitrag über den Weg und das neue Ziel alter Kleidung. Secondhand-Kleidung ist heute aus dem täglichen Leben in vielen afrikanischen Ländern nicht mehr wegzudenken. Sie deckt hier 60-80% des aktuellen Bekleidungsbedarfs. Der Handel mit Gebrauchtkleidung schafft eine Vielzahl an Arbeitsplätzen. Von Altkleider-Großhändlern und Verkäufern über Transporteure und Schneiderinnen bis hin zu Designern. Da er allen Menschen offen steht, dient der Handel oftmals als Einstiegsmöglichkeit in das Unternehmertum. Frauen können sich auf diese Weise selbstständig machen und viele Jugendliche, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance hätten, finden hier ebenso Verdienstmöglichkeiten. Auch die Verbraucher profitieren, denn Secondhand-Kleidung ist billiger als Neuware. Unabhängig von der Einkommenssituation bietet die importierte Ware darüber hinaus eine größere Auswahl im Hinblick auf Qualität und Stil. Daher ist es wichtig, dass Kleidung, die in die Abfalltonne kommt, auch eine hohe oder zumindest angemessene Qualität hat. Die jahrelang in der Öffentlichkeit kursierende Kritik, der Export von Secondhand-Kleidung sei für den Untergang afrikanischer Textilindustrien verantwortlich, ist mittlerweile durch verschiedene Studien und Untersuchungen widerlegt worden. Bedenklich ist jedoch die Fülle an unseriösen Handelspraktiken, die in den letzten Jahren vermehrt zu beobachten sind. Illegale Einfuhren, nicht verzollte Importe, als Hilfsgut deklarierte Handelsware, aber auch Korruption bedrohen die Existenz vieler Menschen, die im Sektor des Gebrauchtkleiderhandels eine Beschäftigung gefunden haben. Die Organisation Verwertung setzt sich deshalb für mehr Transparenz im Handel mit der Secondhand-Kleidung ein. Wichtig sei, die bestehenden Kontrollinstrumente und Standards für Importe anzuwenden und weiterzuentwickeln. Die wenigsten von uns wissen, dass auch hier in Berlin gespendete Kleidung weiterverarbeitet wird. In diesem Secondhand-Laden der Arbeiterwohlfahrt finden Sie ausschließlich in Berlin gesammelte Gebrauchtkleidung. Der Erlös des Verkaufs fließt der sozialen Einrichtung Integration statt Ausgrenzung Kleiderwerkstatt, kurz IHK, zugute. Diese bietet straffällig gewordenen Frauen die Möglichkeit, ihre Geldstrafen abzuarbeiten, um eine Inhaftierung zu vermeiden. Wie sich das Projekt auf das Leben der Frauen auswirkt, darüber berichtet die Sozialarbeiterin der Einrichtung.
Wir haben viele Frauen, die eine sensationelle Entwicklung hier durchmachen, die sozusagen ein geregeltes Leben erstmalig überhaupt erleben und auch das gut schaffen und leben hier regelrecht auf. Um mehr über die Herkunft und Weiterverarbeitung der Kleidung zu erfahren, haben wir mit Frau Hartmann, der Leiterin des Arbeitsbereichs, gesprochen. Die Bekleidung wird gespendet, sowohl von Privatspendern als auch durch eine Kooperation mit Oxfam. Die Sachen werden hier gewaschen, sie werden gebügelt, sie werden ausgebessert und werden dann für den Verkauf fertig gemacht und werden dann in unseren zwei Shops verkauft. Was nicht mehr tragbar ist, wird in der angeschlossenen Nähwerkstatt ausgebessert oder anderweitig weiterverarbeitet. Die Nähwerkstatt war natürlich eine gute Ergänzung erstmal für die Ausbesserung der Bekleidung. Also wir haben auch Stoffe gespendet bekommen, dass man da halt auch Neues wieder herstellen kann. Und so hat sich die Nähwerkstatt ständig vergrößert. Ausgeweitet hat sich das nochmal durch Unterstützung einer Ehrenamtlichen, die das Patchwork zu uns gebracht hat. Patchwork, die Idee dahinter sind ja, dass man halt verschiedene Stoffreste, Stoffstücke neu zu etwas Neuem zusammenfügt. Und das ist eigentlich eine super Idee, weil wir ja so ganz viele unterschiedliche Stoffe gespendet bekommen und machen daraus was Neues. Und da entstehen halt Taschen, Beutel, Decken, die auch in unserem Online-Shop dann verkauft werden. Und dann gehen wir halt auch auf Basare und Märkte und wir haben eine Kooperation mit ein paar jungen Designern, die hier in Berlin auf den Märkten sind, die auch unsere Produkte mit vertreiben. Nicht nur der Kauf, auch die bewusste Entsorgung von Kleidern kann zu mehr Nachhaltigkeit beitragen oder sogar Designerstücke hervorbringen. Das war die dritte Ausgabe zu unserer Sendungsreihe Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Umweltschutz und ökologische Nachhaltigkeit. In der kommenden Ausgabe wenden wir uns dem Thema sozialer Geschlechtergerechtigkeit zu. Wenn ihr wollt, bis dahin.